Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodem. Ja, ihr seht's richtig. Wir spielen Miitopia, die Demo-Version. Zu einem kleinen Let's Test Miitopia mit dem Zwergenfürst. Damals auf dem 3DS, die 3DS-Version, habe ich schon als Let's Play gespielt, als komplettes Let's Play. Ja, und nun auf der Nintendo Switch geportet im Jahre 2021. Das Let's Test Miitopia. Ein Let's Test haben wir schon, ich weiß nicht in welchem Jahr das war, auf dem 3DS gemacht. Jetzt nochmal Miitopia auf der Switch. Ich werde die Vollversion für die Switch nicht nochmal spielen, da ich das schon auf dem 3DS gespielt habe, da ich die 3DS-Version schon komplett gespielt habe und das hier. Es gibt einige Neuerungen, aber so großartig ist dann doch nicht, dass ich das nochmal wiederholen muss. Also wir geben uns jetzt das Let's Test, wir machen jetzt das Let's Test noch einmal und dann haben wir Miitopia vielleicht erstmal abgeschlossen und warten auf Tomodachi Live 2, was vielleicht auch irgendwann für die Switch gibt. Ja. So. Der Mii-Editor. Sehr schön. Das ist mein Mii. Okay, dann starten wir mal. Starten wir die Demo-Version. Let's go. Die Story ist eigentlich bekannt. Wir befinden uns in der Welt von Miitopia. Eine Welt, in der Mii ein friedliches Zusammenleben genießen können. Oder besser gesagt, konnten. Eines Tages geschah etwas Schreckliches, ohne jede Vorwarnung. Ein riesiger Schatten legte sich über Miitopia. Eine entsetzliche Kreatur stahl die Gesichter einiger unschuldiger Mii. Und als ob das noch nicht genug wäre, passierte etwas völlig Unglaubliches. Die Gesichter tauchten wieder auf. Und zwar auf Monstern. Ein argloser Reisender ist auf Wanderschaft. Zwergi. Ein schöner, ruhiger Tag. Zwergi reist allein und ohne ein bestimmtes Ziel. Und was haben wir denn da? Ein Gesicht? Ein Schmetterling? Ein Gesichtsschmetterling? Angriff! Huch. Auf und davon! Nichts wie Heck hier. Und Schreck. Wo zum Geier bin ich? Wo bin ich? Zwergi spielt in der Stadt. Zwergi spielt eine Stadt in der Nähe. Flachlandhügel. Sollte man aber nicht. Also gut, dann lass uns mal ein paar Rollen zuweisen. Ah, jetzt können wir hier schon mal das Dorf besetzen. Können wir die Besetzung zurechtlegen. Okay, da müssen wir natürlich Mies erstellen. Das wird die erstmal. Okay, da haben wir Feider an. Okay, das sind die Namen. Also jetzt haben wir zwei normale Bewohner.
Nochmal zwei normale Bewohner, das scheint der Bürgermeister zu sein. Dann haben wir eine Familie mit Mutter und Kind und Romeo und Julia haben wir hier. Hier können wir auch mehrere Charaktere empfangen. Die sehen nass aus. Von einem Freund. Johnny, wer ist Johnny? Die Daten von Johnny scheinen zu fehlen, okay. Sei gegrüßt, Johnny. Wusste gar nicht. Okay, Zugriffsschlüssel, da gibt's einen Code. Zugriffsverlauf ist leer, okay, das können wir noch nicht machen. Müssen wir einzeln erstellen. Okay, na dann, let's go. Sechseinhalb Stunden später. Ich denke, so können wir das besetzen. Hat ja nicht. Ist ja nicht so, als hätte das einen ganzen Tag gedauert. Das ist hier mal die Miesstelle und so. Ja, habe ich mir ja nicht ordentlich Zeit gelassen. Ja, die Rollen wurden zugewiesen. Anfangs. Das ist kein Düffchen anfangs. Da sind wir also nun. Hallöchen. Stadtsprecher Zombie. Puh, bisschen langweilig heute. Moment, langsam, ganz langsam. Warum die Aufregung? Monster mit den Gesichtern von Leuten. Du willst mich auf den Arm nehmen. Anfangs ist ein friedlicher Ort. So friedlich, dass es gerade langweilig ist. Ich habe mal Grinse um die Sessel. Sesselfuchs hat auch Mie bekommen. Welch wunderbarer Tag. So ein Wetter macht einfach gute Laune, oder? Oh, ein Abenteuer. Ein Abenteurer. Warum das lange Gesicht? Freust du dich denn gar nicht über das Wetter? Probier es doch mal mit einem kleinen Lächeln. Es wird dich glücklich machen und mich auch. Okay. Freches Kind laschet. Ja, sehr schön. Juhu. Ich bin ein Drache. Rar. Okay. Juhu. Ich bin ein Drache. Rar. Mehr Text hat er nicht. Okay. Kann man noch ein bisschen beschleunigen. Wollte ich ja mal mit der Mutter reden. Besorgte Mutter Merkel. Hör auf damit, Laschet. Du tust dir noch weh, wenn du so herum bist. Du treibst mich noch in den Wahnsinn. Entschuldigung, Abenteurer. Mein Kind sprüht nur so vor Energie. Ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll. Das ist Ähnlichkeiten zu real existierenden Persönlichkeiten. Ja, ich weiß auch nicht. Ekelpaketsdrache. Was ist? Typen wie du verirren sich selten zu uns. Bist du hier zu Besuch oder was? Aha, vielleicht auf Wellnessurlaub. Einatmen. Ausatmen. Klingt ja vielleicht spannend. Viel Spaß. Bürgermeister LPM. Willkommen, Abenteurer. Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Du hast sicher schon mit einigen Leuten geredet, ja? Ja, irgendwie schon. Anfangs ist eine schöne Stadt. Kein Wunder, wo ich doch der Bürgermeister bin. Huch! Jetzt habe ich verpasst mit. Jetzt habe ich zwei Leute ausgelassen. Ach so Mist. Was um alles in der Welt ist das? Wer, wo, was, wie? Was ist das, Mami? Psst, sei ganz leise. Trump. Putin. Das Liebespärchen im Dorf. Das kann nichts Gutes heißen.
Oh nein, das ist... Dunkler Fürst Maudado. Meine Freunde, ich bin der dunkle Fürst Maudado. Wusch! Ich werde diese kleine elenden Welt mit Angst und Schrecken verletzen und verwüsten. Und ich beginne bei euch, ihr Leute von Anfangs. Ich werde euch lehren, was Angst bedeutet. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack. Verabschiedet euch von euren Gesichtern. Nein. Sessel und Zombie. Oh nein. Nein, Laschet, das ist ja schrecklich. Ah, Trump. Um Himmels Willen, die Gesichter. Er hat sie geklaut. Nun gut. Das soll fürs Erste reichen. Jetzt hört gut zu, elender Entstellter. Ihr werdet ein sprachloses, aber dafür angsterfülltes Leben führen. Und ihr anderen, die ich diesmal verschont habe, seht euch eure armen kleinen Freunde an. Was bleibt euch noch? Verzweiflung. Lebt wohl, oder lebt in Furcht. Wusch. Und wusch. Oh, Schreck. Da reden wir erstmal mit Leuten hier. Hinweise. Das kann doch nicht sein. So hilft uns doch jemand. Oh, Jemine. Oh, nein. Punkt, Punkt, Punkt. Er hat sein Gesicht geklaut. Punkt, Punkt, Punkt. Das schöne Gesicht von Trump. Würde ich ja eher... Oh nein! Jetzt kann sie mir nichts mehr ins Ohr säuseln. Ach ja. Laschet, mein armes Mäuschen. Keine Panik, keine Panik, keine Panik. Oh, Abenteurer. Ich flehe dich an, bitte. Bitte hilf meinem armen Laschet. Oh, vielen, vielen Dank. Ah. Bitte nimm dies hier. Das ist ein altes Familienstück. Bringt Glück. Hurra! Antikes Amulett erhalten. Ich habe so eine dunkle Ahnung, dass der dunkle Fürst noch in der Nähe ist. Könntest du außerhalb der Stadt nach ihm suchen? Das ist die Quest der Mutter angenommen. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob wir sein Gesicht zurückholen sollten. da bin ich... in dem Punkt danke ich mal dem dunklen Fürst dafür. Stumm und regungslos. Das ist ja ein Traum. Grinse um die Sessel. Ihr Gesicht ist weg. Oh nein. Und Stadtsprecher Zombie. Oh nein, war ja klar, dass der böse Modado einfach das Gesicht von Zombie klaut. Das gibt's ja gar nicht. Oh, Perücken und Make-up. Dann suchen wir mit Perücken und Make-up für extra falsch Mii-Charakter. Probier doch mal direkt eins aus. Schminktisch. Steht der Sinn nach anderen Wimpern? Wie wäre es mit einem Lippenstift? Und sie sind keine Grenzen gesetzt, aber aus dem Look. Ach, ist ja der Wahnsinn. Sieht das nicht hübsch aus? Ein bisschen Nietzsche noch mit dazu.
so Katzen. Outfit. Sehr schön. Ein bisschen Lippenstift. Sehr hübsch. Ja. Finde ich super. Perückennarben. Das können wir so nochmal angucken. Die Haare noch verändern. Ach, ist das geil. Nicht schlecht. Finde ich toll. Passt ja. Das finde ich nicht übel. Das können wir nehmen. Genau so. Ja. Ja, das muss es sein. Ich habe hier meinen Spaß. Hat sich hier schön die Chili-La muss das sein hier. Und dann ist hier so ein bisschen so Joghurt. Das ist natürlich in so hübsch und pink. Sehr schön. So, kann aufgehen, kann losgehen zum Abenteuer. Chronik? Ja, okay, das ist intim. Ja, das bin momentan nur ich. Mit meiner hübschen Perücke. Und mein Make-up. Jetzt gehen wir erstmal hier hinein. Oha, der dunkle Fürst. Dunkler Fürst Mordado. Muhahaha. Da will wohl jemand den Helden spielen. Den großen Helden. Gib das Gesicht von Laschet zurück. Meinst du vielleicht das hier? Warum nicht? Ich sehe wunderhübsch aus. Perfekt für den Kampf. Nun, eine klitzekleine Bedingung. Den hier musst du erst besiegen. Uah. Das ist Cosplay, was ich anhab. Von was weiß ich auch nicht, frag mich nicht. Ist ja herrlich. Ein Laschet-Klumpen. Man sieht sich, falls du es überlebst. Was soll ich nur machen? Oh nein. Das Amulett. Das antike Amulett leuchtet. Es scheint auch zu sprechen. Zwergi. Zwergi, kannst du mich hören? Oh, oh, natürlich kannst du mich hören. Nur zu sehen bin ich nie. Ich bin Horst. Der über alles herrscht. Stimmt ja, der hieß ja wirklich so. Echt jetzt? Das habe ich mir gar nicht ausgedacht. Das ist tatsächlich vom Spiel so. Passt aber super. Bitte hör, was ich dir zu sagen habe. Du scheinst in Schwierigkeiten zu stecken, mein Kind. Soll ich dir ein bisschen helfen? Let's go. Ho, 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 sehr gut. Ich werde dich stark machen. Die Macht des Horst wird dir helfen. Huuuuck!
Die Macht des Horst. Du kannst eine Klasse wählen. Die Macht der Klassen. Klassen bieten spezifische Techniken, die dir die Kämpfe gegen Monster erleichtern. Such dir jetzt eine Klasse aus, die dir zusagt. Klassen in einer Rolle. Kämpfe heilen, das kennen wir alles schon. Momentan haben wir einen Krieger, den Magier, den Priester, den Dieb, den Popstar und den Koch. Und ich würde sagen, ich glaube, bei Miitopia, beim ersten Durchspielen, war ich erstmal Krieger. Aber da es so schön zu meinen Haaren passt, mach den Popstar. Ja, genau das. Genau das. Das muss es sein. Wundervoll. Das passt. Hoppla, nicht schlecht. Ho, ho. So bist du gegen die Monster des dunklen Fürsten gut gewappnet. Jetzt kämpfe, Zwergi, zeig, was du kannst. Ich nehme das Spiel irgendwie nicht ganz ernst, oder? Kann das sein? Wabbel hier nicht so rum, es wird dir nichts helfen. Mini-Laschet-Schleim. Ja, genau. Okay, let's fight. Ich kann auch keine Techniken machen, kann angreifen. Uch. Zwei Hitzpunkte. Sind bei mir wirklich Hitzpunkte. Ich kann auch keinen Spezialangriff, ich muss hier. Ich muss so Punkten einfach draufhauen und hoffen, dass er mich nicht vorher besiegt. Was gerade sehr danach aussieht, verdammt. Super! Wir haben ihn gerade so besiegt. Yippie! Hat sein Gesicht zurückgerettet, eins. Deswegen war siegreich. Deswegen geht siegreich aus dem Kampf hervor. Das war's wohl. Hurra, Schleim und Gelee. Sehr gut gemacht, Zwergi. Ach, das war doch nicht der Rede wert. Das Kind sollte nun auch in Sicherheit sein. Hohoho, das läuft doch ganz schön gut. Jetzt kehre zurück. Nach Anfangs zurück. Kehre zur Stadt Anfangs zurück. Da haben wir das Gesicht gerettet. Na, sehr schön. Warum mussten wir ihn auch als erstes retten? Das ist doch nicht wahr. Ach, Mann. Sehr schön. Ui, das kitzelt. Hurra, ich bin zurück. Laschet, oh, was für ein Glück. Geht es dir gut? Du bist doch nicht verletzt, oder? Nein, mir geht's gut. Oh, was für eine Erleichterung. Vielen Dank, gütiger Abenteurer. Bitte nimm dies als Geschenk. Als Dankeschön. 200 G. Gold wahrscheinlich. Oder wie haben wir das genannt? Hoho, wunderbar, einfach nur wunderbar. So kann es weitergehen, Zwergi. Deshalb habe ich auch eine weitere Aufgabe für dich. Ach, wirklich? Du weißt, was der dunkle Fürst Maudado getan hat. Es war eine riesige Schweinerei, um es milde auszudrücken. Deshalb komme ich nicht umhin, dich hiermit zu beauftragen. Besiege Maudado und rette die Welt. Tust du das? Okay, mache ich. Die Antwort war korrekt. Deine Kraft sollte dir im Kampf gegen Maudado helfen.
Jetzt jagen die dunklen Fürsten, Popstar, Zwerge. Ich erwarte große Dinge von dir. Ho, ho, ho. Und dann kriege ich meine Mitstreiter an die Seite gesetzt. Das war doch auch so, dass wir irgendwann mal, Mitstreiter kriegen konnten. Dort habe ich Putin und Trump. Das schöne Gesicht. Oh nein. Jetzt nehmen wir das jetzt Auftrag an oder was? Oh nein. Retten wir ihn natürlich als nächstes. Aha, okay, er ist hier. Ich sehe schon kommen. Was ist bei dir? Wo bist du zu finden? Ach, du schreck ganz hinten. Und der Zombie. Alles klar, alle markiert. Auf geht's. Und wähle ein Mii für jeden Reisenden. Ach du Schreck. Reisen, ach so, Reisende. Okay. Interessant. Wanderfotograf fotografiert Reisende und hofft damit, kräftig Reibach zu machen. Christy Tan. Seltsamer Kauz der Abenteurer. Häufig mit Quizfragen piesackt. Briefträger Roman. Riskiert Leib und Leben, um Briefe an ihren Zustellungsort zu bringen. Nintendo-Fan Mariko. Großer Fan einer bestimmten Firma. Ach was. Liebt Amiibo über alles. Und Reisegummi. Skurila Connoisseur mit seiner Schwäche für seltene Speisen. Ja, das lassen wir jetzt mal bei den Standard-Nies. Weil soweit werde ich das Netztest hier nicht spielen. Spielt jetzt hier wirklich relativ wenig Rolle. Deswegen sei das mal so unterlassen. Ich glaube, wir müssen erstmal hier lang. Flachlandhügel. Marsch. Muss stärker werden. Für Miitopia. Oh Schreck. Alter Falter. Alter Falter ist dran. Alter Falter, was ist das denn für ein Gegner? Kämpfen wir gleich mal. Gegen die ersten. Tragen wir die ersten Kämpfe hier aus in Miitopia. Und schon besiegt. Oh, oh, oh. Hast du das Gesicht gesehen, das von dem Monster geflogen ist? Wie ihm auch immer es gehört hat. Der dürfte dir unglaublich dankbar sein. Wie dieser kleine Bengel, den du vorhin gerettet gegen hast. Kurz gesagt, besiege Monster und befreie die Gesichter der Leute. Mach ruhig weiter so wie bisher und hilf so vielen Leuten wie nur möglich. Wirst du mit dem mir den Gefallen tun, Zwergi? Na sicher doch. So ein Glück. Und weiter geht's. Level 2. Ja, Leveln können wir ja auch. Zugabe gelernt. Feuere einen Freund an, damit der noch einen Zug macht. Aber wir haben noch gar keinen Freund. Ich bin noch ganz alleine. Und das sticht in meinem Rücken. Oha, ui, es gibt Schwierigkeiten. Oh je, ich kann das nicht. Ho, 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 jetzt sitzt du in der Patsche. Na gut, ich werde dir wohl Hilfe schicken müssen. Amica Dabra, bitteschön. Wie bin ich denn hierher gekommen? Ah. Kann ich dir helfen?
Ja, bitte. Alter Falter A, alter Falter B. So, jetzt haben wir den aktiven Magier Modi mit dabei im Team. Okay, die Zugkammer können wir noch nicht machen. Aber wir können angreifen. Erste verträumte Aktion, falsches Ziel. Ja, das ist ja relativ egal. Ja! Angriff. Können wir Technik und Magie jetzt mal einsetzen? Zugabe. Neue Technik. Zugabe. Zugabe. Okay. Puh. Geschafft. So, Angriff. Nicht nur Zugabe, sondern ich muss auch mal ein bisschen was machen. Ja. Zack. Gerettet 4. Modi und Co. waren siegreich. Was? Modi und Co. Also Zwerge und Co. Wenn schon. Puh. Ich bin ja der Level 2 Typ. Puh, geschafft. Danke für deine Hilfe. Und du bist also unterwegs, um die Welt zu retten. Ja. Darf ich mich dir anschließen? Na sicher. Ich bitte darum. Modi hat sich dir angeschlossen. Hoho, bei euch ist also noch alles dran, ja? Modi und du, ihr werdet sicher noch richtig gute Freunde. Ja, je tiefer eure Freundschaft ist, desto mächtiger werdet ihr sein. Gute Reise. Hoho. Dann mal los. Das sehe ich ganz genauso. Auf geht's. Retten wir das nächste Gesicht. Das nächste Dorfbewohner-Gesicht. Auch in dem Blick, da liegt irgendwas. Zwänge hält ein HP-Banane. Wundervoll. Mein Fuß ist auf dem Weg. Geschwind, der wieder Wind. Hey Modi, warte mal. Zwänge hat eine HP-Banane aus der Tasche geholt. Wollen wir sie uns teilen? Die beiden haben sich eine HP-Banane gefuttert. Lecker. Das Herz steigt an. Ich freue mich auf das Bett. Erstmal ein Kampf in der Nacht. Ein Goblin, ein Kobold. Let's go. Angriff. Popstar-Angriff. Na komm, sehr schön. Rettet 5. Super. Das wäre einfach. Koboldschinken. Und wir was zum Essen. Umkehren wollen wir nicht. Ausrüstung. Okay, da doch noch nichts anderes. Oh, auch schön. Sehr schön. Kann man die Haare des Mies zeigen. Sehr schön. Ist Modi etwas schlecht gelaunt? Was zweck kann ich aber schon länger. Puh, ich bin fix und fertig. Ich auch. Ich bin bald am Ende meiner Kräfte. Augenblick mal, was ist das? Du hast dein Gasthaus erspäht. So ein Glück, ruhen wir uns dort zu einer Runde aus. Da gibt es bestimmt einen Swimmingpool. So, weiter geht's. Du hast ein Gasthaus gefunden. Hurra! Gasthaus. Zeit für euch beide ein Zimmer zu wählen. Wenn zwei Charaktere ein Zimmer teilen, wird ihre Beziehung dadurch tiefer. Ja, ganz bestimmt. Je näher sich die beiden stehen, umso mehr helfen sie sich im Kampf. Steckst sie in ein Zimmer dann deiner Wahl und sieh, wie sie sich vertragen.
Na dann. Sehr schön. Können wir Gold ausgeben, wir können futtern. Futtern wie bei Muttern. Essen, das du auf deiner Reise findest, kannst du dein Team vorsetzen. Ja, wir kennen doch Team Miitopia schon. Aus meinem vergangenen Let's Play. Mag ich nicht, okay. Dafür mal das Gelee, das Marker. Okay. Dann mag ich bestimmt das hier. Back. Ich mag wohl hier gar nichts. Bin sehr wählerisch. Molly mag alles. Nichts zu futtern. Da kann man nichts machen. Gold ausgeben. Wofür? Items spendieren. Okay. Ach ja, stimmt. Da wollte halt jeder. Du willst eine neue Waffe. Und du auch. Ein Besen. Ein Besen wurde gekauft. Und Waffen-Upgrades und so. Und Klamotten. Nur Werte nutzen kann man jetzt auch. Dass das Outfit noch da bleibt. Und jetzt haben wir kein Geld mehr für die Sprechtüte. Nach Team sehen. Ja. Okay, können wir wieder aufbrechen. Spielhalle. Ich habe keine Tickets. Der hat einen Geldbeutel im Kopf. Ja, der will das Geld für ihn aufgeben. Geht gerade nicht. Okay, Honig, da ist jetzt die Fotos drin, die schon Screenshot hatte. Okay, da können wir die Rollen nochmal neu besetzen, weil es uns nicht gefällt. Höhepunkte, Kämpfe, Schätze, Medaillen. Haben wir noch keine. Okay, Sprecher mit Ende. Auf geht's. Kann man sich dann später ein Team zusammenstellen, wenn man viele Leute hat. Dann kommt das nächste Gesicht, holen wir uns noch. Flink für ein Wiesel. Ich weiß gar nicht, ob Wiesel flink sind, aber gut. Uff. Hey, alles okay. Deswegen hat Modi aufgeholfen. Dankeschön. Modi ist ihm dankbar. Die Macht der Liebe steigt. Meinung. Oha. Alter, Falter und Kobold. Na komm. Komboangriff, wie es ausschaut. Alter Falter ist besiegt. Alter Falter. Der Mordi mit seinem Besen. Können wir nochmal Zugabe geben? Zugabe? Okay. Gerettet 7. Sehr schön. Svei und Co. waren siegreich. Level 2 für Mordi. Feuer gelernt. Das ist sehr praktisch. Mein Bauch kneift. Alles in Ordnung. Ob das Gesicht von Zombie hier irgendwo ist? Es müsste an irgendeinem Monster kleben, richtig?
Wer weiß. Lass uns weiter suchen. Hoffentlich finden wir es nicht, finden es uns nicht zuerst. Pff, Mann, ich hab Hunger, ich gebe noch nicht auf. Oha, das ist doch das Zombie-Gesicht. Huch, wie bin ich hierher gekommen? Ein Riesenfalter. Ein Zombie-Falter. Auf geht's. Neue Technik, Feuer. Verbrutzt ihn. Sehr gut. Da macht gleich mal Zugabe. Let's go, Zugabe. Okay. Feuer. Die Macht des Horst. MP-Streuer aktiviert. Muss die mysteriöse Streue, um die MP eines Mini-Charakters zu regenerieren. Oho, du hast eine neue Kraft erlangt. In einem MP kannst du Techniken und Magie nicht einsetzen. Behalte die Kämpfer also stets die MP-Anzeige im Auge. Und falls dir nochmal die MP ausgehen, nutze den MP-Steuer. Aber gehe sparsam mit ihm um. Ho, ho, ho. Alles auf Modi. Kinderstatus. Tot. Ich übe oder was? Danke. Ach, Leute gerettet. Modi und Kuman siegreich. Geht siegreich aus dem Kampf hervor. Bonus ERF. Der Modi hat es gerade dringender. Bonus Erfahrungspunkte waren das. Und weiter geht's. Ist dein Gasthaus entdeckt. Du hast einen Brief erhalten. Aha. Lieber Zwerg, vielen Dank für deine Hilfe mit Laschet. Hier hast du etwas für deine Mühen. Das ist fies. Das kann man mir nicht ankreiden. Das finde ich gemein. Ausflüge können wir machen. Nach Team sehen und futtern. Wohin wollen wir einen Ausflug machen? Lass uns Regeln für das Zimmer festlegen. Oh ja, ich bin dabei. Wir sollten das Zimmer immer sauber halten. Absolut. Auch das Gasthaus sollten wir immer sauber halten. Auf jeden Fall. Und den Planeten sollten wir auch sauber halten. Nur wir beide. Ah ja. Flüchtige Bekannte. Level 2. Die zwei haben angeben gelernt. Füge feinen Extraschaden zu und beeindrucke damit Freunde. Ja, sehr schön. Später ist man dann ganz dicker. Das mag ich nicht, haben wir schon herausgefunden. Modi auch nicht. Okay. Das ist super. Der Honigschnee gefällt mir. Alles klar, nichts zu futtern. Was ist das mit den Ausflügen? Du hast dein erstes Ausflugsticket erhalten. Was ist denn, wenn du mal einen Ausflug machst? Okay. Kaffee-Ticket. Wo geht's raus? Wollen wir im Kaffee eine Runde reden wir miteinander? Ab ins Kaffee. Das ist neu. Erneuerung. Wie wär's damit und damit und dann noch das und das? Oder ist das zu viel?
nächst wächst flüchtige Bekannte. Level 3. Warnen gelernt. Warne einen Freund, der dadurch einen Angriff ausweichen kann. Tag am Kaffee verbracht. Die liebe ich ja gelernt. Können wir gleich mal futtern. Sehr schön. Auf geht's. Wir müssen zurück erstmal das Gesicht zurückbringen. Und dann beenden wir das letzte Test, glaube ich, auch schon. Das muss reichen. Fürs Erste. Gehen wir so mal sein Gesicht zurück. Wenn ihr das komplette Let's Play sehen wollt, nein, komplettes Let's Play in Miitopia sehen wollt, ich habe schon ein 3DS Let's Play gemacht, das ist ein bisschen veraltet, aber ja, muss immer noch, geht immer noch, kann man sich noch anschauen. Oh, mein Gesicht ist wieder zurück. Puh, da bin ich aber erleichtert, mein Gesicht einfach ein Monster zu verpassen. Wer kommt noch sowas? Danke jedenfalls. 200 Gold. Ach, und davon können wir dann Sachen kaufen. Sehr schön. Ja, das ist, glaube ich, immer noch. Es ist jetzt ein Let's Play again zu machen, da sich von der Story nicht viel unterscheidet. Ein paar Neuerungen gibt es mit dem Kaffee und so weiter. Ein paar Sachen hier, die neue Perücke, die hübschen Perückensachen und so. Gibt es schon, aber ja, jetzt nichts, was da irgendwie so gravierend wäre. Muss man sich das Spiel nicht noch extra kaufen. Es kommen andere tolle Projekte auf meinem Kanal. Also, sag mal, wenn euch nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und das nächste Video auf dem Kanal nicht verpassen wollt. Habt ihr noch eine angenehme, fröstliche Zeit. Haut rein. Ciao, ciao. Und Abmarsch.